Herzlich willkommen, liebes Publikum. Mein Name ist Ellen Harrington. Ich bin die Direktorin hier des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Ich möchte Sie noch einmal herzlich zu unserem letzten Abend der Southern Lights Filmreihe begrüßen. Und wir hoffen auf eine ebenso erfolgreiche Fortsetzung in den kommenden Jahren. Obwohl wir diese Filmreihe jetzt erst zum zweiten Mal durchgeführt haben, können wir jetzt schon mit Gewissheit sagen, dass das Interesse von Seiten der Stadtgesellschaft groß ist, die Reihe fortzusetzen und selbstverständlich auch von unserer Seite, denn wir freuen uns sehr, so viele neue Gäste bei uns im Haus begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen über Diversität und Inklusion zu sprechen. Bisher zeigten wir in den vergangenen Tagen sehr unterschiedliche Perspektiven, darunter aus Indien, der Türkei, Ägypten, dem Libanon, dem Sudan, Iran und Afghanistan. Wir wechseln heute zu Filmen vom südamerikanischen Kontinent. Dabei werden wir Geschichten begegnen, die die Menschen dort sehr beschäftigen. Und selbstverständlich damit die Menschen aus Südamerika, die mit uns in dieser wunderbaren Stadt Frankfurt am Main leben. Die Beschäftigung mit den Filmen und Geschichten, die uns aus dem globalen Süden erreichen, sind eben nicht nur weit entfernte Geschichten, die uns nichts angehen, sondern es sind Geschichten, die uns direkt betreffen. Die Realitäten, die sie widerspiegeln, finden wir in Familien, bei Nachbarn oder unseren Arbeitskollegen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend mit uns den brasilianischen Film Casa de Antiguidades, Memory House, sehen werden und im Anschluss den kolumbianischen Film Tantas Almas, Valley of Souls. Ich möchte mich für wunderbare Arbeit des 360-Grad-Teams Aida Ben Ashur, unsere Outreach-Managerin, und Rabia El-Khoury, unserem Diversity-Manager. Vielen, vielen Dank. Dafür bedanken und begrüße nun herzlich unsere Kulturdesignantin, liebe Dr. Ina Hartwig. Vielen Dank. Ja, ist ja richtig voll. Schön. Liebe Ellen Harrington, liebes Publikum, ich freue mich wirklich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen im Rahmen der Southern Lights Filmreihe hier im Kino des DFF. Diese Filmreihe, die nun schon zum zweiten Mal stattfindet, ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich. Sie passt hinsichtlich ihrer Konzeption sehr gut zu Frankfurt und zu dem, was sich die neue Stadtregierung vorgenommen hat. Wir wünschen uns nämlich einen nachhaltigen Umbau zu einer offenen, gleichberechtigten und internationalen Stadt, einen Umbau zu einer Stadt ohne Rassismus. Wir bekennen uns im Koalitionsvertrag zur Stadt Frankfurt als Ort der Zuflucht und sicheren Hafenstadt, die auch über die Zuteilung aus dem Königsteiner Schlüssel hinaus Geflüchtete aufnimmt und sie dann aber auch angemessen willkommen heißt und menschenwürdig unterbringt, die ihnen Chancen eröffnet, zu bleiben und mitzugestalten. Immer noch sind viel zu viele Menschen in unserer Stadt von Diskriminierungen betroffen und können nicht gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilhaben. Vor diesem Hintergrund sage ich, Southern Lights ist außergewöhnlich und auch wir brauchen mehr kulturelle Initiativen dieser Art. Denn die Filmreihe zur Mobilität im Kino des globalen Südens bleibt nicht dabei stehen, spannende Filme aus einer bislang in unserem Kulturleben unterrepräsentierten Region zu zeigen, auch das wäre schon ein Verdienst, setzt es doch ein Wissen und gutes Netzwerk auf Seiten des Kurators Rabi El-Khoury voraus. Allzu oft, das wissen Sie, beschränkt sich das Kinoprogramm auf westeuropäische oder amerikanische Perspektiven.
Southern Lights geht aber noch deutlich weiter. Das wichtige Thema Mobilität wird hier intersektional gedacht und es wird in doppelter Hinsicht ein wichtiger Raum eröffnet. Neben den Gesprächen mit Filmschaffenden bietet die Reihe auch sogenannte Diversity Talks. Experten und Expertinnen der Frankfurter Stadtgesellschaft greifen Themen der Filme auf und verbinden sie mit aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen. Im besten Sinne wird so das Kino zu einem Raum, in dem Gesellschaft verhandelt wird. Besonders freue ich mich, dass zahlreiche Menschen von Migranten- und Migrantinnenorganisationen für diese Gespräche gewonnen werden konnten. Auch hier kommt ein spezielles Wissen und über Jahre aufgebautes Netzwerk der Outreach-Managerin Aida Ben Akur der Reihe zugute. Ich habe jetzt Akur gesagt, weil ich es französisch ausspreche. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es... Achur? Achur? Achur. Aida Ben Achur. Ich bin stolz, dass sich mit dem Historischen Museum und dem DFF gleich zwei Frankfurter Häuser für das 330-Grad-Programm der Kulturstiftung des Bundes qualifiziert haben. Davon profitiert unsere Stadtgesellschaft enorm. Meine Gratulation geht dafür an dich, liebe Ellen, die Direktorin des DFF. Und vor allem möchte ich natürlich Aida Ben Achur und Rabbi El Khoury meinen Dank aussprechen, den beiden 360-Grad-AgentInnen, die hier im DFF seit 2 Jahren sehr aktiv wirken und auch diese wunderbare Reihe mit Filmen, Gesprächen und Seminaren konzipiert haben. An dieser Stelle darf ich sagen, mein Dezernat, das Kulturdezernat, will die Richtung, in die das DFF so konsequent geht, sehr gerne weiter unterstützen. Die Southern Lights Filmreihe schließt heute Nacht mit dem Film, du hast es schon gesagt, liebe Ellen, Tantas Almas, Valley of Souls des Regisseurs Nicolas Rincon-Gilles. Obwohl dieser Film eine Fiktion darstellt, so spiegelt diese doch grausame Realität der indigenen und afrokolumbianischen Bevölkerung Kolumbiens wider. Die Aktivistin Julie Cassiani Hernandez wird dazu morgen im AMCA um 18 Uhr einen Vortrag halten. Zu dem Film Casas de Antiguidades, Memory House von João Paulo Miranda Maria, einer brasilianisch-französischen Produktion aus dem letzten Jahr, hören wir jetzt gleich mehr von Rabbi El Khoury. Ich darf Ihnen eine gute Projektion und ein spannendes Gespräch mit Lai Gleim, der Vorsitzenden von ABBA e.V., wünschen und bedanke mich zunächst ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Getting too long, I'll try to be quick. We're very happy today as part of Southern Lights to dive into the American continent and go into South America with two films that we're screening back to back. We just had now this wonderful Rede von Frau Dr. Ina Hartwig, and she already mentioned some topics that are divisive in this film. We're talking about racism, we're talking about xenophobia, and that's why we're very happy tonight to be presenting this film, Casa de Antiguidades, Memory House, which is the feature debut of filmmaker João Paulo Miranda Maria. It was the only film last year that had the Cannes 2020 label from the whole South American continent, and in that film, I can really see that there is a Brazilianish community here in house, but for those of you who don't know, you're going to discover Antonio Pitanga, who's 81, who's a superstar in Brazil. He has acted in over 65 films, telenovelas, series, theater plays, and he really pulls a fantastic performance in this film. He was one of the key figures of the Cinema Novo, and he still is very active today, and the crew of the director was really believing that he cannot pull this off, he's too old, but you're gonna see the strengths that he has to pull this film together. The film is really a film about identity, and although it deals with racism, with xenophobia, with very difficult topics, actually, it's a very empowering story, and it's a story in which one is able to go back to his roots, discover his roots, and let his roots empower him.
As to the film, the film has really a kind of a 70s rock kind of feel to it, but it's also a very futuristic dystopia. The filmmaker has his very own particular universe. You're gonna see the camera work, and although it's a darker kind of story, you're gonna hear so many sounds and you're gonna see so many lights in this film. So that's why I believe the film has a very particular universe. Next to this film, we're also very happy to have one of our diversity talks that we presented this year throughout this program, our final one. And we're gonna welcome Ale Gleim from ABBA e.V. Thank you so much for being with us. And we also are truly happy to have our colleague Sebastian Rosenau from the Filmbildung und Filmvermittlung, who's gonna moderate this topic. I wish you a very nice evening with Memory House, and I let you get empowered by this story. Thank you so much. So, das war Memory House, Casa de Antiquidades. It's not an easy film, but also life is not very easy. We're going to have a nice discussion about mobility, which is the center focus of this edition. We're going to talk about what it is to move from the north to the south of Brazil. What do you encounter there? How is society shaped by racism? How is post-colonialism still active in Brazil? And other topics that our colleague Sebastian Rosenau from the Filmbildung und Filmvermittlung has prepared for this topic. And he is going to introduce the wonderful guest that you're going to meet tonight, Ale Gleim from ABBA e.V. Sebastian and Ale, most welcome. Ja, krass. Es ist doch wieder eine heftige Erfahrung, auch beim zweiten Mal sehen, muss ich sagen. Ja, ich freue mich sehr. Erstmal vielen Dank für die Einführung, Rabir. Ich freue mich sehr, Ale Gleim zu diesem Diversity Talk begrüßen zu dürfen. Ale, du bist Vorsitzende vom ABBA e.V. Das ist ein Verein, der sich ehrenamtlich mit Menschenrechten auseinandersetzt, aber auch mit Kulturaustausch und gesellschaftlicher Teilhabe, sowohl in Deutschland als auch in Brasilien. Weiterhin bist du Koordinatorin des Projektes Integrationslotsen und du engagierst dich auch darüber hinaus besonders für migrantische Familien und auch in Projekten, die mit Kunst und Kultur und Politik zu tun haben und mit den Feldern, wo die Bereiche sich überschneiden. Und du wurdest genau wie Christovam, die Hauptfigur des Films, im Norden von Brasilien geboren, nämlich im Bundesstaat Bahia, und lebst seit 2006 in Deutschland. Herzlich willkommen, ich freue mich total, heute mit dir sprechen zu dürfen. Dankeschön. Ja, es ist schwer, glaube ich, anzufangen. Memory House ist so ein Film, wo so viel drinsteckt. Ich glaube, dass da Thousand Lights als Festival ein ganz gutes Dach bietet. Wir haben ja das Oberthema Mobilität. Und auch wenn die Handlung von Memory House größtenteils in einer einzelnen Ortschaft spielt, glaube ich, dass Mobilität trotzdem ein sehr großes Thema des Films ist. Denn Christovam, der Protagonist, kommt ja aus dem Norden Brasiliens in den Süden, aus Gründen der Arbeit. Und ich hätte als erstes vielleicht die Frage an dich, kannst du etwas dazu sagen, wie der Norden und der Süden Brasiliens sich voneinander unterscheiden und was es bedeutet, diese Migration von Nord nach Süd zu machen? Ja, es ist immer noch den Film sehr stark. Es hat mir wirklich sehr, sehr getroffen, weil es ein Thema, die wir täglich in Brasilien erlebt, besonders als schwarze Brasilianerin. Man kann hier gucken, sind viele Brasilianerinnen da oder Brasilianer, und wir sind aus verschiedenen Ethnien sozusagen. Viele weiße Brasilianer, viele dunkelhäutige Brasilianer und Nord- und Südbrasilien. Und es gibt immer noch diese Diskriminierung. Und schwarze Menschen in Brasilien werden immer noch wieder jeden Tag getötet. Alles, ob die Verbrechen sind. Und die gehört immer noch nicht dazu, leider ja. Man sieht jedes Mal diesen Migrationsprozess, wo die Leute aus Nordbrasilien nach Südbrasilien gehen. Das ist wirklich ein ökonomischer Grund. Ne? Und das ist wirklich traurig. Ich glaube, das hat viele Menschen hier, die hier sitzen und aus Brasilien kommen, sehr getroffen, weil
Es ist ein Kolonialismus-Reflex, der immer noch nicht geendet ist und jetzt momentan es noch schärfer ist, so noch stark ist. Ja, ich glaube, die Unterschiede zwischen Nord und Süd ist ja auch durchaus was, was der Film visuell behandelt. Ich denke, ganz überspitzt wird ja die Situation im Süden von Brasilien dargestellt. Christopher kommt da ja in zwei völlig fremde oder fremdartige Umgebungen. Also die, muss ich auch sagen, auch für mich ziemlich abschreckend fast schon waren. Also einmal diese Molkerei, die so klinisch weiß und hell und futuristisch auch irgendwie war. Ich fand, das war wie so ein Science-Fiction-Film irgendwie aus den 70ern. Er läuft ja auch mit so einem Raumanzug rum, die wirklich völlig fremdartig ist. Und auf der anderen Seite eben auch noch diese seltsame österreichische Kolonie, in der das Ganze spielt. Da wird nur Deutsch gesprochen. Sehr konservative, fast schon xenophobe Menschen, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall xenophobe Menschen. Und als ich das so gesehen habe, habe ich beim ersten Mal gedacht, das ist ganz schön wirkt überzeichnet auf mich, wirkt abstrakt. Ich konnte es nicht so richtig greifen, wie sehr das jetzt mit der Realität verknüpft ist. Aber so in unseren Vorgesprächen und auch was du jetzt eben schon gesagt hast, scheint da ja relativ viel dran zu sein, was mit der Realität des aktuellen Brasiliens unter Präsident Bolsonaro zu finden ist. Kannst du da was zu sagen? Auf jeden Fall, ja. Zum Beispiel Bolsonaro würde in Südbrasilien so komplett gewählt, so wie kann man das sagen. Der hat mehr Stimmen dort bekommen. Und ja, natürlich wird es Unterstützung, weil der verbreitet dieses Argument auch, ne? Weil die Nordbrasilien wertet nichts oder produziert nicht und er schafft dieses, weil es gab immer dieses, von Südbrasilien dieses Gedanke, dass sich zu trennen. In seiner Kampagne gab es viele Bolsonaro-Wähler, die auf die Straße gegangen sind aus Südbrasilien und wollten das Brasilien von Nordbrasilien trennen, sozusagen, dass Nordbrasilien nichts für Brasilien ist oder keine Wert für Brasilien, obwohl es steckt viel Kultur, nicht nur in der Kultur, aber viele ökonomische Sachen, die aus Nordbrasilien kommen. Und das ist wirklich sehr traurig, wie dieser Mann, ne? Letzte Zeit ist es mir ein bisschen schwer, seinen Namen zu sagen, weil das Einzige, was ich über Bolsonaro sagen kann, ist vor Bolsonaro, raus Bolsonaro. Und weil es ist wirklich so, nicht nur um Nord- und Südbrasilien, aber er verbreitet auch diese Hass gegen Homosexualität, so extrem viele Sachen, die er in unserem Volk so aufgewirkt ist, sozusagen. Ja, Brasilien hat jetzt zwei, es ist getrennt mit zwei Meinungen und er ist immer darauf, auf dieses Konzept, um zu sagen, wie die Leute gegeneinander sein sollten und auch um die Toleranz zu tun haben. Ne? So, wir müssen die Indigenen zum Beispiel, muss sich in sein eigenes Land integriert, oder hat er ganz deutlich gesagt, was ganz verrückt ist. Es ist für mich ein bisschen sehr emotionell, wenn ich über diese Situation aus meinem Land reden muss, aber es ist tatsächlich so. Ja, man merkt, denke ich, diese Beklemmung und auch diese ja fast schon Abscheu vor der aktuellen Politik, auch durchaus in dem Film, finde ich, wie die Gesellschaft da dargestellt wird. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, so habe ich es zumindest mitgenommen, dass die brasilianische Kultur und Geschichte in dem Film auch durchaus eine positive Kraft sein kann. Das ist ja gerade für Christopher so ein bisschen die Antwort auf die Isolation, die er da erfährt in dieser Gemeinschaft. Und das kommt ja alles durch diese Hütte, die ja auch den Titel des Films gibt, Memory House. Und er entdeckt im Laufe des Films da ja verschiedene Objekte und Symbole in dieser Hütte, wo ich das Gefühl hatte, dass die alle total aufgeladen sind mit irgendwelchen kulturellen Codes, die ich nicht so richtig verstehen kann, aber die trotzdem sehr stark auf mich gewirkt haben und die ihn natürlich an seine Wurzeln und an seine Identität erinnern. Und das Auseinandersetzen mit diesen Objekten, das löst ja dann den Wandel aus oder die Verwandlung letzten Endes. Kannst du da was zu sagen, wie das so auf dich gewirkt hat, diese Verwandlung und was vielleicht auch die verschiedenen Objekte bedeuten können, also die Maske zum Beispiel? Ja, ich glaube, für alle, die in einem anderen Land leben, zum Beispiel nicht nur Christopher, sondern ich selber, wenn du mal in mein Haus reinkommst und findest sofort, oh ja,
So, das ist ein Zeichen von meiner Religion in Bahia. Und ich glaube, jeder Mensch, der sich migriert, versucht in seiner Umgebung zumindest, seine Heimat zu näher zu bringen. Und das ist ein Zeichen, dass du nicht alleine bist. Man merkt bei dem Film, als die Leute in seine Ruhezone gegangen sind, wie er sich außen, weil das war der einzige Ort, wo er sich näher um seine Kultur gekommen könnte. Und das versuchen wir alle Migranten, die auch hier in Deutschland leben. Wir versuchen auch bei uns zu Hause ein Element von unserer Heimat zu bringen, so näher zu bringen, damit wir auch ein bisschen zu Hause fühlen, weil wir wollen nicht unsere Identität verloren. Das Gegenteil, wir wollen anpassen, auch ein bisschen von der deutschen Identität nehmen, aber auch unsere Identität behalten. Ne? Das heißt aber Inklusion. Klar, ja, ja, klar, natürlich. Genau, und du, wo du es jetzt gerade gesagt hast, solche Anpassungsprozesse oder irgendwie Aushandlungsprozesse, ja auch irgendwie gibt es ganz viel in dem Film. Und es gibt da eine Szene, die uns, glaube ich, beiden auch so ein bisschen am Herzen liegt, die Essensszene. Möchtest du da noch was zu sagen? Genau. Als sie vor ihm gekocht hat, so diese Galignade, und danach hat sie gesagt, sie hat die Garderobe mit den Palmen aus Sud so verwendet, damit sie ihr Essen so machen kann. Das passiert, ich glaube, mit allen Brasilianern, die hier sind. Wir machen zum Beispiel, als ich hier nach Deutschland kam, ich hatte Moqueca gemacht zum Beispiel. Und in Bahia gibt es eine andere Art von Kokosmilch. Ne? Und ich war total glücklich, weil hier Kokosmilch gibt. Aber ich habe aufgemacht und das war so ein dicker Konzentrat. Und da habe ich gedacht, nee, das wird nichts. Und mit der Zeit haben wir so... Und heute können wir glücklich sein, weil man findet fast überall alles. Aber vor 12 Jahren oder vor 15 Jahren war anders. Und wir haben für zum Beispiel, es gibt dieses Käse, das ist nicht Frischkäse, aber Schmalzkäse. Und wir haben so einen Tippschkäse aus Bahia, aus Brasilien, die Requeijão. Und da habe ich wirklich fast den gleichen Geschmack gefunden. Und ich habe nur mein Brot damit gegessen. Das ist, man versucht zu anpassen, ne? So versucht ein Element zu finden, wo dich zurück zu deiner Identität, das ist ein Essens wirklich was ganz stark, was in unsere Identität mitnimmt, dass wir mitnehmen. Ne? Und ich glaube, für die Leute, die ganz früher nach Deutschland kommen, die haben auch so noch schwieriger als wir heute. Und ja, das habe ich bei dem Film sofort gedacht und gesagt, wow, das habe ich auch selber erlebt. Ja. Ja, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ganz viele Leute teilen können, wenn man eine Migrationserfahrung gemacht hat im Leben. In dem Fall. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sachen, über die wir theoretisch noch sprechen könnten. Also Rabia hat das ja in seiner Einführung auch schon gesagt. Wir haben jetzt ein bisschen über die aktuelle Lage in Brasilien gesprochen. Aber der Film gibt ja auch ganz viel Historisches her. Sei es Kolonialismus, sei es Sklaverei, die ja auch durchaus mit dieser Kuh-Verkaufsszene thematisiert wird. Und auch der sehr starke historische Rassismus, der da drin steckt. Das könnten wir auch noch alles diskutieren. Ich glaube, dafür haben wir aber die Zeit nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir öffnen die Diskussion ins Publikum. Das heißt, wenn Sie Lust haben, etwas zu sagen, wenn Ihnen etwas auf der Zunge brennt, eine Frage, eine Anmerkung, dann schießen Sie los. Wie machen wir das, Rabia? Soll ich mit dem Mikrofon? Ach, du kommst. Perfekt. Hier vorne hatten wir schon eine Meldung. Nein, das war nicht eine Frage. Ich finde nur interessant, was die Lei gesagt hat. Und diese deutsche oder diese österreichische Kolonie in Südbrasilien, Santa Catarina, sehr stark ist und wie sie leben wie 100 Jahre vorher. Und das zeigt genau, was die Lei auch gesagt hat, dass wir als Migranten, wir versuchen immer, unsere Heimat immer dabei haben. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Gesellschaft, die da gewesen ist. Ne? Die sind ein bisschen außerhalb die großen Städte. Und das sind kleine Städte mit dieser deutschen Kultur. Und sie sind auch wirklich so geschlossen. Ne? Das ist sehr interessant, dass sie einen schwarzen Mann daheim, also in diese kleinen, also wo normalerweise kommt keiner. Ne? Sie, also ich wollte nur das sagen, wie interessant ist, sie leben 100 Jahre das gleich mit dieser Kultur, die ganz alt ist. Also.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ja. Das ist, ich kenne das so ein bisschen aus meiner privaten Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, weil ich mit ganz vielen Russlanddeutschen aufgewachsen bin. Und denen, da ist es so eine ähnliche Erfahrung, dass die auch dann teilweise Volkslieder gesungen haben oder Gerichte gekocht haben, die ich gar nicht mehr kannte, weil das praktisch in Deutschland sich irgendwie überlebt hatte und die Kultur verändert hatte. Und die haben das dann wieder was mitgebracht, was es gar nicht mehr gab in Deutschland. Ja, spannend. Gibt es weitere Anmerkungen oder ja, da hinten, ja. Ja, hallo. Ich fand es erschreckend in dem Film, dass die Kinder keine Empathie hatten. Na, das, weil man denkt, dass die Kinder sind die Zukunft und können was verändern. Aber die haben eine ganz grausame Rolle gespielt im Film. Aber wenn die Kinder nicht mitbekommen in deiner Umgebung, alles, was die aufnehmen, das zeigt auch in der Film eine Szene, die Christophen, der hat sich angezogen als sein Herr und er hat vorher erzählt, wie sein Papa war. Aber der hat gleich Spiegel wie sein Papa bei der Frau geäußert. Daher, es ist eine, so wächst Kinder auf. Ne? Wir sind die Beispiele. Ne? Wenn wir nicht dieses Beispiel geben, das würde weitergeführt. Ich kann jetzt da was anschließen. Ich habe es gesehen, dass bei der Botschaft in Berlin läuft ein Dokumentarfilm über eine Gruppe von 160 Deutschen, die rausgeworfen sind aus Deutschland in den 19. Jahrhundert. Ich wollte was anderes sagen, aber da ihr das gesagt habt, das ist interessant. Und das ist aus dem Thüringer Wald und die haben da einen Brief an denen auch geschickt, sich entschuldigt und die haben denen gesagt, die können jederzeit zurückkommen, wenn sie wollen. Und das ist ein sehr, also ich habe jetzt gelesen darüber und ich habe nur der Vorspann gesehen von dem Dokumentar, aber das ist eine andere Geschichte, also zu dem Thema von, die sind also relativ offen. Ich bin selbst geboren in Santa Catarina, ich kenne der Bundesstadt nicht, weil ich ausgezogen bin. Ich kenne in meiner Zeit nicht, wir hatten selbst aus Brasilianern ziemlich viel Vorurteil gegenüber der Deutschen, die Deutsche, die in Südbrasilien war. Ich bin aufgewachsen in 3 Bundesstaaten von Südbrasilien, also 4 eigentlich, weil ab 16 auch dann São Paulo. Und wir hatten die Deutschen oft, die waren wegen dieser Geschlossensein, haben wir den tatsächlich wie die Spanier auch, also vorteilhaft sagen die Kartoffeldeutsche natürlich gesagt, ja, und das war, die haben auch keine Offenheit gefunden, würde ich sagen, weil die auch so untereinander geschlossen waren. Was ich sagen wollte, was ist eigentlich filmisch gesehen, das ist, da gab es noch diese andere Filmlei, wie hieß das nochmal, die viel Gewalt auch, dieser brasilianische Film, die vor 3 Jahren gelaufen ist. Ich frage mich, ob jetzt in Brasilien ein Trend ist, über den Brasilien so wie Nordamerika darzustellen. Oder ist das Brasilien in den letzten 30 Jahren, die ich nicht mehr lebe in dieses Land, tatsächlich wie Texas geworden? Wie hieß der Film nochmal? Ich weiß nicht, ein brutaler Film, wo so auch Bosse. Seed of God. Heißt der nochmal? Nee, jetzt. Bacurau. Ja, genau, Bacurau. Der erinnert mich jetzt an Bacurau, dieser Film. Der hat so eine dunkle, eine duster, so eine Darstellung von einem Brasilien, die ich persönlich auch trotz Rassismus, trotz alles nicht kenne. Und das ist so ein neuer Filmstil. Oder, also ich frage mich nur, das war eigentlich meine Frage. Okay, sorry. Aber ganz ehrlich zu sein, das ist wirklich anderes so gezeigt, dass wir sehen, aber die Menschen, die sich Rassismus fühlt, die fühlen sich genauso wie in dem Film. Egal wie und wo, Brasilien war immer so
ganz ehrlich zu sein. Egal in welcher, in Favela in Rio, die alle Menschen da leben und diese Rassismus erlebt, die fühlen sich genauso. Man verliert seine Menschlichkeit, wenn man nicht mehr als Mensch benennen wird. Das ist einfach so. Ich glaube, der Film verschärft nur nach den Zähnen, wie das wir mit unseren Augen direkt sehen. Aber das Hintergrund, es ist meiner Meinung nach, als Menschen, die schon Rassismus erlebt haben, nicht in dem Sinne, aber viel, viel, viel so weichen als das. Es ist so ein Gefühl, das man bekommt. Das muss man das erleben, damit man das verstehen kann, wie Brasilien ist. Ja, hier vorne. Hier vorne. Ja. In dem Film auch wird gezeigt, dass der Mann ein Kind tötet. Und da in diesem Moment ist es auch nicht gut, ob ihr auch diskriminiert oder uns ganz deprimiert fühlen. Das ist in meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Und da steht auch, it's time to pray. Wir haben es verloren, auch diese Glaube und Respekt miteinander. Und deswegen passiert das überall. Nicht nur in Brasil, nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Und das war für mich auch traurig, das zu sehen, dass als Mensch hat das getan und nicht gesagt. Ne? Aber so sind wir wahrscheinlich als Mensch. Ich glaube, wir hatten hier vorne noch eine letzte Meldung, denke ich. Danke. Ich wollte mich an Lai anschließen, weil also manchmal der Rassismus kann man, das ist nicht so deutlich zu sehen, aber mit so kleinen Wörtern oder Zeichen oder Haltung, ne? Also in Brasilien oder hier, also je schwarzer man ist, erlebt man, desto mehr erlebt man also den Rassismus. Und das ist normal, dass weiße Leute nicht so, also diese Erfahrung mit Rassismus haben und deswegen kann man auch nicht das also wahrnehmen. Ne? Das wollte ich sagen. Ja, hast du noch ein Schlusswort? Ja, ich sage nur, ich kann auch nicht verstehen, wenn man so böse reagiert gegen andere Menschen. Aber eine verletzte Seele kann vieles machen. Und ein Mensch, der seine Menschlichkeit verliert, seine Dignität, er denkt nicht mehr nach. Besonders wenn du jeden Tag was bekommst. Danach kommst du raus und du siehst gar nichts mehr. Du willst nur sich selber schützen. Wir haben auch darüber geredet. Ich habe gesagt, ich beobachte viele Menschen. Und ich sehe viele Leute, die hier so laufen und kann nicht mehr diesen Blickkontakt machen. Viele Ausländer, so Migranten, die hier leben, die dieses Gefühl verlieren. Aber wenn wir ganz ehrlich nachgucken, warum Mensch so reagiert. Ich will niemanden in Schutz nehmen. Der Typ hat ein Kind getötet. In dem Moment, er dachte, dass sein Tier zu ihm kommt. Wie viele Mal wurde er angegriffen von dieser Gruppe? Der hat nicht mehr das Kind gesehen, sondern ein Tier, das zu ihm kommt. Er war nicht mehr an sich selbst. Der hat seine Dignität, seine Männlichkeit verloren. Und es ist leider so. Diese Umgebung macht der Mensch. Und das kann man genau sehen in Brasilien, warum es so viel Kriminalität gibt. Danke. Ja, dir vielen Dank, Lai. Und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie sich das hier angehört haben, dass Sie so rege sich beteiligt haben. Vielen, vielen Dank.